Hallo, guten Abend. Darf ich Ihnen Herrn Andi vorstellen? Herr Andi wohnt in der Vorstadt, aber Herr Andi arbeitet in der Innenstadt. Und jeden Tag in der Früh fährt Herr Andi mit seinem Auto von der Vorstadt in die Innenstadt. Und wir möchten Herrn Andi heute begleiten auf seinem Weg von seinem Zuhause zu seiner Arbeit. Gut. Das hier ist das Auto von Herrn Andi. Und weil Sie natürlich ein sehr schlaues Publikum sind, haben Sie sicher schon erkannt, dass das kein richtiges Auto ist. Aber die Organisatoren hier haben uns nicht erlaubt, ein richtiges Auto auf die Bühne zu stellen. Ich weiß auch nicht, warum. Und weil das kein richtiges Auto ist, hat das Auto natürlich auch keinen Motor. Aber ein Auto braucht natürlich einen Motor, um zu fahren. Deshalb bitte ich jetzt unseren Motor auf die Bühne. Gut, Sie sehen, das Auto hat jetzt einen Motor, das heißt, das Auto kann auch fahren. Weil wir aber Geoinformatiker sind, wollen wir nicht nur, dass Herr Andi zur Arbeit fährt, sondern wir wollen auch seine Fahrt mit diesem GPS aufzeichnen. Und ich werde Herrn Andi jetzt das GPS noch in die Hand drücken, sofern er Platz hat. Und dann fährt Herr Andi los. Und zuerst... Es ist die Vorstadt, es ist kein Verkehr, es ist ein Morgen, ein schöner Morgen und Herr Andi fährt mit gleichmäßiger Geschwindigkeit langsam durch die Vorstadt. Doch plötzlich, Sie kennen das sicher alle, der Stop-and-Go-Verkehr taucht aus dem Nichts auf und natürlich stellt sich der Stop-and-Go-Verkehr direkt vor Herrn Andi. Und was muss Herr Andi machen? Natürlich, er kann nicht mehr normal fahren, sondern er muss immer kurz Gas geben, dann wieder abbremsen, Gas geben, abbremsen. Gott sei Dank, nach nicht allzu langen Zeit ist der Stop-and-Go-Verkehr dann auch wieder vorbei und er verschwindet. Aber jetzt ist das nächste Problem. Herr Andi ist zu spät dran. Und Herr Andi fährt wie ein Verrückter, weil er muss die verlorene Zeit, die er hinter dem Stop-and-Go-Verkehr verbracht hat, wieder aufholen. Und Sie sehen, Herr Andi fährt wie ein Verrückter. Gut, und irgendwann dann kommt Herr Andi bei seiner Arbeit an. Und wir möchten jetzt die Bewegungsmuster von Herrn Andi zusammen analysieren. Wir haben drei verschiedene Bewegungsmuster. Herr Andi fährt gleichmäßig, Herr Andi fährt im Stop-and-Go-Verkehr und Herr Andi fährt eben sehr schnell mit hoher Beschleunigung. Das erste Bewegungsmuster ist die gleichmäßige Bewegung. Und wir wollen jetzt untersuchen, ob diese Bewegung energieeffizient ist oder energieineffizient. Was bedeutet das? Eine energieeffiziente Bewegung ist eine Bewegung, für die Herr Andis Motor wenig Energie verbraucht. Das heißt, Herr Andis Motor verbraucht wenig Sprit. Gut, eine energieineffiziente Bewegung ist aber eine Bewegung, für die Herr Andi sehr viel Benzin verbraucht. Und wir wollen jetzt den Motor zu jeder Bewegung, den Motor fragen, ob die Bewegung energieeffizient oder ineffizient war. Es gibt ein kleines Problem, uns ist der Motor ausgefallen und wir mussten einen Ersatzmotor nehmen und der Ersatzmotor ist aus den USA. Motor made in America. Also, der Motor spricht kein Deutsch, wir müssen den Motor also auf Englisch fragen. Okay, Engine, first movement, uniform movement. It was energy efficient, right? Okay, so you can see the feedback of the, ihr könnt das Feedback vom Motor sehen, die Energie war die Bewegung war effizient. Das zweite, Herr Andi ist im Stop-and-Go-Verkehr. Wieder die Frage an den Motor. Was this movement? Energy efficient? Nein, Sie sehen also ganz klar, der Motor sagt, die Bewegung war nicht energieeffizient. Die dritte Bewegung. Herr Andi fährt mit großer Beschleunigung und sehr schnell. Wieder die Frage an den Motor. Was this movement? Energy efficient? Okay. Wir sehen also, es gibt eine eindeutige Verbindung zwischen dem Bewegungsmuster auf der einen Seite und der Energieeffizienz auf der anderen Seite. Wir können das GPS benutzen, um Bewegungsmuster aufzuzeichnen und mit der Information können wir diese Bewegungsmuster klassifizieren und wir können sagen, ob diese Bewegungsmuster energieeffizient oder energieineffizient sind. Wir haben jetzt nur die Bewegung von Herrn Andi untersucht, aber stellen Sie sich vor, wir würden tausende Leute mit einem GPS ausstatten. Das ganze Publikum hier zum Beispiel, dann könnten wir ihre Bewegungsmuster analysieren. Und wenn wir 1000 Leute sind, dann könnten wir sagen, wo und wann
bewegt sich der Verkehr in der Stadt energieeffizient und wo bewegt er sich energieineffizient? Und genau das mache ich in meiner Forschung. Vielen Dank.